Einen wunderschönen guten Abend zur heutigen Veranstaltung, die DDR und ihre Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft bis in den Bundestag hinein. Die Landesgruppe Rheinland-Pfalz-Saarland der AfD-Bundestagsfraktion begrüßt Sie ganz herzlich zum heutigen Abend. Besonders freuen wir uns, Frau Vera Lengsfeld auf der rechten Seite und Frau Angelika Barbe. Als Gäste in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Herr Schulze war angekündigt, musste aber leider absagen. Ebenso möchte ich die vielen Abgeordneten, die heute in der Runde sind, ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Holger Prade. Ich werde Sie kurz in die Thematik des heutigen Abends einführen und dann in die abgeben an unsere Podiumsdiskussion, die von Frau Nicole Höchst geleitet wird. In der Zwischenzeit möchte ich mich ganz kurz vorstellen, warum bin ich eigentlich jetzt hier auf diesem Platz? Warum bin ich in Berlin? Ich habe in Weimar studiert, war dort der erste Begründer eines studentischen Hilfsdienstes. Bereits 1990 in der DDR war da fertig, die Weimarer Wichtel. Ich habe in Weimar, war ich für das neue Forum tätig. Da konnte man ja nicht als Mitglied einen Ausweis beantragen und teilnehmen. Man war einfach neues Forum. Wir haben uns einfach an die vorgeschriebenen Regeln gehalten. Und wir waren aktiv. Ich wurde dann auch mal festgenommen, als ich einen katholischen Hirtenbrief verteilt habe. Nach der Wende bin ich sehr viel herumgekommen, von Bayern über Rheinland-Pfalz bis nach Dresden gekommen. Habe dort ein Unternehmen gegründet und habe dann festgestellt, dass die Situation in unserem Land eigentlich immer schlimmer wird. Und es hat sich vieles aus der DDR für mich assoziiert und ich habe dann, als die AfD in den Bundestag einzog, mein Unternehmen geschlossen und habe gesagt, Schluss aus, hier muss sich etwas ändern. Und in Vorbereitung des heutigen Abends habe ich sehr viel darüber nachgedacht über das Selbstverständnis der Ostdeutschen. Das ist so ein Thema, das immer wieder diskutiert wird. Und eigentlich kam ich am Ende darauf, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. Und ich glaube, wenn man hier in die Runde schaut, haben wir doch einen sehr ausgeglichenen Anteil als Ost- und Westdeutschen, die in gleichem Sinne denken und auch handeln, sonst wären wir alle nicht hier. Das Selbstverständnis der Ostdeutschen ist eigentlich ein Thema, ich fange mal andersrum an. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die auf einem definierten Gebiet nach gleichen Regeln leben. Unsere Heimat ist dort, wo man sich nicht ständig erklären muss. Ein wunderschöner Satz, den Frau Höchst geprägt hat, der hat mich sofort überzeugt. Heute wird den Menschen in unserem Land genau diese Identität, unsere Identität, ständig wieder streitig gemacht. Wir sollen unsere Welt täglich neu aushandeln. Nur warum sollten wir das tun? Mit wem sollen wir denn verhandeln? Und mit welchem Ziel sollen wir denn verhandeln? Wer fordert eigentlich die Aufgabe unserer Werte und unseres Zusammenhaltes und warum? Und wer fordert von uns die stückchenweise Aufgabe unserer Heimat und somit unserer Identität? Freiheit ist ja kein Geschenk, das uns in den Schoß fällt. Sie erfordert in einer freiheitlichen Demokratie eine permanente Auseinandersetzung, Kompromiss und Konsens und letztlich Anpassung an die gemeinsam beschlossenen Regeln der Allgemeinheit. Und darum geht es eigentlich. Es geht um die Einhaltung von Regeln in der Familie, in der Schule, auf Arbeiten vor dem Gesetz. Wer jedoch alternativlos in unsere Köpfe hinein regiert oder Menschen in einer kritischen Masse in eine Gemeinschaft hineinführt, die sich nicht an die Regeln halten, der zerstört ganz bewusst unsere Heimat und auch unsere Identität. Und genau das verursacht Widerstand. Es geht also nicht um ethnische Aspekte oder um Rassismus, schon gar nicht um das unsägliche Dritte Reich, sondern es geht um die nie vergehende Sehnsucht nach Freiheit, Sicherheit und Geborgenheit. Und im Osten reagiert man nur etwas früher als im Westteil, weil man den Luxus der Erinnerung hat. Letztlich gibt es aber de facto kein Ostdeutsch, so wie es auch kein Westdeutsch gibt. Denn die Sehnsucht nach Heimat, Freiheit und geregeltem Leben ist etwas, das allen Menschen innewohnt. Was ist denn schlecht an einer friedlichen, an einer fleißigen, fortschrittlichen und freiheitlichen Welt, welche christlichen Werten folgt, ohne übermäßig religiös zu sein? Nun, es gibt unterschiedlichste Ansichten, wie die Welt sein sollte. Die Tatsache aber, dass Meinungsäußerung bereits wieder Bedrohung hervorruft, Kritik wieder zu Strafe führt und erneut gesellschaftliche Ächtung durch moralische Übermenschen ausgeübt wird, das zeigt, dass es eigentlich später als 5 vor 12 ist.
Eines scheint mir persönlich sicher zu sein, nämlich dass das Schwarz-Weiß-Denken der beiden vergangenen Diktaturen ganz extrem in unsere Gesellschaft hineinwirkt. Und besonders die Aufarbeitung der DDR erscheint mir als jemanden, der in dieser Gesellschaft groß geworden ist, als äußerst mangelhaft, ja sogar als gefährlich. Denn wenn wir aus Fehlern nicht lernen, dann machen wir sie immer wieder. Und wenn es ein ostdeutsches Verständnis gibt, dann sollte es das sein, dass wir die Fehler, die wir bereits erlebt haben, die Zwangslage, in der wir uns befunden haben, dieses Unglücklichsein, dieses permanente Angst haben, sich nicht mehr in der Gemeinschaft wohlfühlen, dass wir das nach außen kommunizieren und auch den Leuten mal klar machen, die noch in ihrer Wohlfühlblase leben. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Diskussion eigentlich an und ich möchte jetzt gerne an Frau Höchst übergeben. Dankeschön. Ja, genau. Wir verstehen uns als Bewahrer von Heimat, Kultur, Tradition und insbesondere auch von Freiheit. Und dementsprechend liegt es uns sehr nahe, aus Geschichte zu lernen. Und aus Geschichte lernen bedeutet nicht, dass wir nur schauen nach dem Dritten Reich und was in diesen unsäglichen, dunklen Jahren unserer Geschichte passiert ist, sondern wir hatten tatsächlich im letzten Jahrhundert noch eine zweite Diktatur, die wir in Augenschein nehmen sollten, wenn wir gut beraten sind. Und das wollen wir heute tun. Unsere Fraktion unternahm bereits diverse Anstrengungen, um Ungerechtigkeiten, die sich im Nachgang an die Zusammenführung von Ost und West ergeben haben, abzumildern, wie zum Beispiel bei der rentenrechtlichen Gleichstellung von Ost und West bzw. geschiedener Frauen. Wir wollten die Erinnerungskultur erhalten und setzten uns explizit für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft und der SED-Diktatur ein, wollen die Behörde für Stasi-Unterlagen erhalten, einen Gedenktag einführen und fordern ein Mahnmal, sogar eine aktuelle Stunde gab es von uns am 26.09.19 zum Thema Stasi-Unterlagenbehörde, Bürgernähe und Transparenz. Vielleicht gelingt es uns heute, noch weitere Anregungen und Ideen für zukünftige Initiativen zu entwickeln. Und deswegen haben wir keine Mühen gescheut, prominente Leute zu gewinnen, die uns kenntnisreich Aufschluss geben können. Also ich sage einfach noch mal in aller Deutlichkeit, wir haben bereits 4 kleine Anfragen gestellt, 5 Anträge eingereicht. Die sollten jetzt eigentlich da sichtbar sein und ohne Brille kann ich das nicht sehen, ob das so ist. Eine schriftliche Frage und eine aktuelle Stunde. Und wir möchten gerne an der Stelle weitermachen, immer bestrebt und beseelt von der Anstrengung, nie wieder Diktatur, nie wieder. Wir gehen jetzt in die Diskussion, wenn ich meinem Sprechzettel richtig folge. Wenn nicht, kriege ich einen Tritt ans Bein vom Herrn Prade. Und dazu muss ich im Vorausschau schon mal sagen, dass wir 2, 3 Regieanweisungen natürlich für die nachfolgende Diskussion bitte haben, in der Sie, liebe Gäste, auch selbst Fragen stellen können. Ich bitte Sie, sich bei den Fragen kurz zu fassen, so ungefähr die 30 Sekunden anzupeilen, damit wir einfach möglichst viel von den Antworten haben und keine Co-Referate, sodass wir auch möglichst viele Fragen stellen können. Der Herr Prade hat was vorbereitet, wo er die Zeit mit anzeigen kann. Wenn also die Zeit abgelaufen sein sollte, wird Herr Prade ein Smiley hochhalten, sodass jeder sehen kann. Jetzt so langsam kommen wir in die Endphase der Fragestellung. Gut, um die Diskussion einzuleiten, mache ich vielleicht mal den ersten Aufschlag und der geht an die Frau Barbe. Frau Barbe, im Spiegel-Interview vom 5.11.19 sprach die Frau Angela Merkel über 30 Jahre Mauerfall. Lassen Sie mich daraus kurz zitieren. Der Spiegel fragte, es gibt frühere DDR-Bürger, die die heutigen politischen Verhältnisse mit der Zeit vor 1989 vergleichen. Was ist da passiert? Und Frau Merkel antwortete in ahnungsfreier Nonchalance, das weiß ich nicht. Frau Barbe, wissen Sie vielleicht hier an dieser Stelle mehr als unsere Bundeskanzlerin? Ja, ich will unsere Staatsratsvorsitzende mal daran erinnern.
mal daran, naja, Sekretärin des Politbüros ist sie ja nicht mehr, aber Staatsratsvorsitzende, so empfinde ich das schon. Sie hat ja eigentlich selber die gefälschten Wahlen miterlebt in der DDR, die Kommunalwahlen, und wie Krenz und die DDR-Regierung diese Fälschungen auch durchsetzen wollten, aber es dann die Bürger ja geschafft haben, diese Fälschung also anzuprangern und dann auch zu dem, was dann auch zu Demos geführt hat. Selber hat sie ja jetzt Wahlen, die ihr nicht gepasst haben, auch als unverzeihlich bezeichnet und hat die Rücknahme oder nein, das Rückgängigmachen gefordert. Also da sehe ich schon mal einen ganz aktuellen Hintergrund, der mich doch an die DDR erinnert. Und bei dem schwarzen Kanal, den wir jetzt immer haben, also wir haben zwei schwarze Kanäle, würde ich mal so sagen, da ist das ähnlich. Man fühlt sich wirklich wieder in die Zeit von 89 zurückversetzt, obwohl kein Mensch den Schnitzler, den Sudel-Ede gesehen hat, weil das hatte damit zu tun, denn es gab eine Zeiteinheit, die hieß Einschnitz, und die betraf die Zeiteinheit zwischen Einschaltung dieser Sendung und Ausschalten, den Ausschaltknopf. Also kaum einer sah den Sudel-Ede, aber diese Gehirnwäsche, die dort vonstatten ging, die finden wir ja auch heute wieder. Mich hat vorige Woche, Vera hat darüber geschrieben, auch dankenswerterweise, und Boris Reitschuster, eine Sendung völlig entsetzt. Da wurde die FDP diffamiert bei Kontraste von einem Herrn Pohl und anderen, die diese Sendung gemacht haben, weil sie gemeinsam mit der AfD also irgendwo gelacht haben im Protokoll und Anträge irgendwo in Hamburg also mitgestimmt haben. Und das ist also das Letzte. Also wenn man Demokraten zu Nazis stempelt, weil sie mit einem anderen zusammen lachen, übersteigt das alle Grenzen, nicht nur des Anständigen, sondern auch des Demokratischen. Ja. Vielen Dank, Frau Lengsfeld. Können Sie da etwas beisteuern? Wie sehen Sie das? Die Frage wird mir und anderen Bürgerrechtlern ja immer wieder gestellt. Sind wir nun in einer DDR 2.0 nah dran oder schon angekommen oder eben doch nicht? Und meine Antwort ist dann immer, die DDR, so wie sie war, kommt natürlich nicht zurück. Einfach deshalb, weil sich die Methoden verändert und verfeinert haben. Und Sie werden sich jetzt vielleicht wundern, wenn ich sage, also ich habe mich zu DDR-Zeiten jetzt mal abgesehen von meiner kurzen Zeit der Inhaftierung im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, die nehme ich aus, aber insgesamt habe ich mich in der DDR nie so unwohl gefühlt, wie ich mich jetzt fühle. Und das liegt einfach daran, dass in der DDR waren die Dinge klar. Man wusste, es gab die Staatssicherheit, die Stasi stand vor meiner Tür, ich konnte damit umgehen und ich wusste, wer die Verantwortlichen für verschiedene Dinge waren. Und heute ist das alles überhaupt nicht mehr klar. Es ist viel hinterhältiger und viel schwerer zu fassen. Denn heute gibt es nicht mehr die Staatssicherheit. Heute gibt es eine Amadeo-Antonio-Stiftung, die von Staatsgeldern finanziert wird und jetzt mal abgesehen von der Chefin, die ehemalige inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicherheit war, aber die Masse der Aktivisten in der Antonio Amadeo Stiftung ist es ja nicht gewesen. Aber was sie tun, sie machen freiwillig das, was früher die inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit gemacht haben. Sie spionieren flächendeckend, und zwar nicht nur im Netz, sondern eben auch auf öffentlichen Veranstaltungen. Und wenn Sie meinen, dass irgendetwas, eine Äußerung oder eine Geste oder eine Begegnung stattfand, die nicht politisch korrekt ist, dann wird die angezeigt.
je nachdem, entweder beim Staatsanwalt oder beim Arbeitgeber oder beim beiden, immer verbunden mit der Forderung, dann Sanktionen für die politisch Unkorrekten zu verhängen. Und das Perfide ist, es gibt ja eine Anweisung bei dieser, von dieser Amadeo-Antonio-Stiftung, und darin steht wirklich, dass lieber eine Anzeige zu viel als eine zu wenig. Und das ist das stalinistische Motto. Schon Stalin hat nach dem Prinzipverfahren, also lieber ein paar Unschuldige miterwischen, als einen Schuldigen laufen zu lassen. Und das läuft aber nicht mehr offiziell als staatliche Repression, sondern das läuft auf der Ebene der sogenannten Zivilgesellschaft. Man weiß oft nicht, woher die Denunziationen kommen, weder im Internet noch gegenüber den Arbeitgebern. Aber die sind unheimlich wirksam. Die sind, wie ich feststellen muss, mindestens genauso wirksam wie die Repressionsmaßnahmen, die in der DDR ergriffen wurden. Denn wenn eine Partei einen Parteitag abhalten will und reihenweise die Vermieter von Seelen unter Druck gesetzt werden, sodass die dann einen Rückzieher machen, ist es dasselbe, als wenn in der DDR eine Veranstaltung verboten wurde. Ja, jetzt verbietet man nicht mehr, sondern man macht das Verbot sozusagen durch die Hintertür. Und man bedient sich, überhaupt nicht. Ich hätte da gerne mal reingegriffen. Ja, ich wollte nur noch einen Satz sagen. Und man bedient sich dabei einer perfiden Sache, die die DDR entwickelt hat, nämlich des verlogenen Antifaschismus der DDR. Die DDR hat immer erfolgreich von ihren eigenen Unzugänglichkeiten abgelenkt, indem sie sich als antifaschistischen Staat präsentiert hat, ja, als die einzigen wirklichen wahren Kämpfer gegen den Faschismus. Und genau diesen verlogenen Antifaschisten, denn in der DDR gab es in maßgeblichen Funktionen mindestens ebenso viele Nazis wie in der Bundesrepublik. Dieser verlogene Antifaschismus, der ist heute allgemein akzeptiert, bis hin in die CSU. Mhm. Ja? Und das macht die Sache sehr schwierig. Ich würde an der Stelle bei dem Punkt Herrschen durch Angst gerne noch mal einhaken. Also wir haben ja heute so etwas wie einen gesamtgesellschaftlichen Kontext oder Konsens, gegen den man nicht verstoßen darf, eine hochgehaltene Hypermoralität, die man meint wirklich über Recht und Gesetz mittlerweile steht, und jeder, der dagegen verstößt, ist freigegeben zur gesellschaftlichen und sozialen Vernichtung, Ächtung, allem, was dazugehört. Aber es läuft nicht so offen, das haben Sie ja eben gerade dargestellt, sondern es läuft perfide durch die sogenannte Zivilgesellschaft. Sehen Sie da noch mehr Parallelen? Wird das irgendwie gesteuert? Das heißt ja immer, die Antifa gibt es gar nicht, das ist kein Verein, das sind ganz unterschiedliche, verschiedene Leute, die man deswegen auch gar nicht angreifen kann. Aber gibt es eine Ihrer Meinung nach schon eine zentrale Steuerung der Angst? Also würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Naja, was heißt, die Antifa gibt es nicht? Die Antifa ist flächendeckend im Land und sogar in Europa vertreten. Und auf dem G20-Gipfel in Hamburg hatten wir das Phänomen, dass dann auf den Straßen, in der Straßenschlacht, nicht nur die deutschen Antifanten teilgenommen haben, sondern die spanischen, die englischen und so weiter. Das sind kleine, ja, unabhängig voneinander agierende Gruppen, die aber verbunden sind durch eine Ideologie. Und sie haben in gewisser Weise natürlich auch ihre Zentren, zum Beispiel diese Internetplattform Indie Media, wo sie also A, posten können, was sie für Heldentaten vollbracht haben, B, immer ihre Aufrufe platzieren können, europaweit sogar.
Und das funktioniert sehr gut. Und ich weiß, dass ich bin jetzt neulich mal von einer antifaschistischen Gruppe verklagt worden. Das heißt, das Gerichtsverfahren läuft noch, weil ich gesagt habe, dass diese Gruppe auch von Steuergeldern finanziert wird. Das bestreiten sie. Man kann es nicht beweisen, weil sie legen ja ihre Finanzierung nicht offen. Und das müssen sie auch in einem Gerichtsverfahren nicht. Und ich kann nicht beweisen, dass es so ist. Aber wir wissen ja, dass es dieses Programm des Familienministeriums gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, für Demokratie leben. Ja, und das ist ja zu 99% ein Programm zum Kampf gegen rechts. Und schlaglichtartig wurde das jetzt mal in Mecklenburg-Vorpommern klar, als mal kurzzeitig thematisiert wurde, dass Geld ausgeschüttet wurde an Dachorganisationen, wo nie nachgefragt wurde, was die eigentlich mit dem Geld gemacht haben, wo nie Rechenschaft gefordert wurde. Mhm. Und diese Dachorganisationen vergeben das Geld weiter, nach welchen Kriterien auch immer. Aber man kann diese Geldflüsse sehr schwer oder gar nicht nachvollziehen. Und dann können die sich hinstellen und können sagen, wir haben ja gar kein Steuergeld. Wir leben nur von Spenden und anderen Zuwendungen und von unseren Abonnenten. Ja? Mhm. Apropos Geld, Frau Barbe. Jetzt geht's. Apropos Geld, Frau Barbe, ich habe mir da noch eine schöne Frage gerade eben zeigen lassen, die sicherlich auch alle interessiert. Wo sind die vielen Sozialisten und Kommunisten der Ex-DDR und vor allen Dingen Teil ihres Geldes denn geblieben? Können Sie darüber etwas sagen? Ja, das wüssten wir alle gern. Die Regierung unter de Maizière damals hat auch eine Kommission eingerichtet zur Auftreibung dieser Gelder der Parteien und Massenorganisationen, hieß das. Und die hat Herr von Hammerstein geleitet. Er hat auch später Vorträge dazu gehalten und hat auch berichtet, dass alle anderen Blockparteien wie CDU und FDP ihr Geld an die Regierung zurückgezahlt haben, nur die SED nicht. Und bis zum Ende dieser Kommission war man immer diesen Geldern auf der Spur. Eigentlich müsste Herr Bartsch Bescheid wissen, der war ja eine lange Zeit Schatzmeister. Und Herr Gysi war ja Vorsitzender der PDS, also der mehrfach umbenannten SED. Übrigens können Sie die ohne weiteres SED nennen. Sie haben sich vor dem Landgericht Berlin dazu bekannt, diese alte SED zu sein. Also die sogenannten Linken, das ist die alte, böse SED. Und die können Sie auch so nennen. Also diesen Geldern ist man bis heute nicht auf die Spur gekommen. Es wird vermutet, dass 23 Milliarden Vermögen irgendwo in der Welt herumflottieren. Herr Hammerstein hat uns nur damals in einem Vortrag gesagt, es muss doch zu denken geben, und dieser Vortrag ist mehr als 10 Jahre her, es muss doch zu denken geben, dass die SED, damals hieß er noch PDS, dass die sogenannte Linke sich also die meisten Spendengelder erhält. Und von eigenen Parteimitgliedern. Das muss doch sehr zu denken geben. Und ich kann mich erinnern, in der Volkskammer kamen auch Bürger zu uns, die uns sagten, wir können unseren Namen nicht nennen, aber wir sollten unbedingt etwas unternehmen, um diesen Geldflüssen auf die Spur zu kommen. Es würden hier haufenweise Leute, die Sparkassenangestellten, Bankangestellten, kannten dann teilweise die Leute und sagten, das ist hier jemand, der ist, weiß ich, der ist Mitglied der SED, der hat jetzt so und so 4.000 von der SED überwiesen bekommen, könnte er da nicht mal Einhalt gebieten. Und das ist dann auch gemacht worden mit einem Erlass, dass also die Parteien nachzuweisen hatten, wo das Geld und die Geldflüsse geblieben sind seit dem ich glaube, 7. Oktober oder 9. November. Es ist ein Datum eingefügt worden, ich wusste nicht mehr. Ab diesem Datum
hatten alle Parteien die Aufgabe, nachzuweisen, wo ihr Geld geblieben ist. Und wie gesagt, man ist ihnen bis heute nicht auf die Spur gekommen. Und ich verstehe nicht, dass alle anderen Parteien im Bundestag, ich gucke so viel wie möglich, Phoenix, wenn Bundestagswoche ist, ich verstehe überhaupt nicht, warum die anderen Parteien nicht nachfragen und diesen Betrug am Volk der DDR oder an den Ostdeutschen nicht aufdecken und vor allen Dingen nicht nachfragen, wo habt ihr das Geld gelassen, sondern auch noch klatschen und diese SED, die ja nicht nur dieses Verbrechen des Volksbetrugs gemacht haben, sondern ja auch noch andere Verbrechen, ganz schlimme Verbrechen, Menschenrechtsverbrechen begangen haben, dass die also so hofiert werden und dass man sie jetzt automatisch zu den demokratischen Parteien zählt. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich empfinde das als absolut ungerecht. Eine Partei, die 250.000 unschuldig Inhaftierte zu verantworten hat, mehr als 1.000 Tote an der Grenze, mehr als 33.000 Menschen verkauft hat per Kopfgeld, mehr als 3,5 Millionen Flüchtlinge zu verantworten hat, mehr als 500.000 Kinder in Kinderheimen untergebracht hat, dass man diese Partei einfach demokratisch sozusagen lackiert, nachträglich, und eine Partei, die demokratisch gewählt wurde, die niemanden an der Grenze erschossen hat, dass man die diffamiert und sie als Rechtsextremisten bezeichnet. Das ist mir unerklärlich und das ich messe die Parteien daran, die sich demokratisch nennen, dass sie diesem Unrecht auf der Spur sind und dass sie das nicht vertuschen. Und von den Medien, da haben wir ja auch schon kurz gesprochen, halten wir Ostdeutschen ja in letzter Zeit auch nicht mehr viel, denn das, was heute gebracht wird, auch in den sogenannten Lückenmedien, ich zitiere den Begriff von Norbert Bolz, oder in den gebührenfinanzierten Staatsmedien, das ist ein Begriff von Matthias Döpfner, das überzeugt ja hier keinen mehr. Und auf jeden Fall fragt man immer, wenn man irgendeine Meldung hört, sagt man, oh Gott, das erinnert mich an die DDR, ist ein Satz. Der zweite Satz ist, wem nützt diese Meldung? Ne? Und der dritte ist, was soll jetzt wieder vertuscht werden und was soll zum Beispiel jetzt mit dem Coronavirus, soll jetzt eventuell wieder die neue Migrationsflut vertuscht werden und mit einer anderen Nachricht zugedeckt werden. Das heißt, einfach geboren aus dieser Erfahrung der DDR, die mit dieser SED zu tun hatte. Und das darf man auch nicht vergessen, sie war die führende Partei, weil immer gesagt wird, die Blockparteien hatten ja auch eine Verantwortung, richtig, aber sie hatte in ihrer Verfassung den Führungsanspruch drin und darauf hat sie bestanden. Und das kann ich nur einen Satz noch. Wir haben Schabowski mal auf einem Podium gefragt. Schabowski war bereit, auch mit uns zu sprechen, mit der Opposition, also später mit den Bürgerrechtlern in Zwickau nach 90. Haben ihn gefragt, sagen Sie mal, Herr Schabowski, hatte die SED denn nie ein schlechtes Gewissen, immer so Scheinwahlen durchzuführen und so zu tun, als wäre das alles demokratisch gewesen? Nein, sagt er, nie. Wir waren fest davon überzeugt, dass die Machtfrage endgültig geklärt ist. Ja, vielen Dank. Da gibt es unwahrscheinlich viele Anknüpfungspunkte. Ich will jetzt noch mal auf Medien und Propaganda eingehen und eine Frage an die Frau Lengsfeld richten. Politische Beeinflussung durch Propaganda heute wieder und daran anschließend einfach, wie realistisch bzw. wie nah an der Realität ist denn unsere Wahrnehmung der damaligen Vorgänge vielleicht auch gegenübergestellt der staatlichen Propaganda, die wir heute wieder zeitigen. Was können wir glauben und was nicht? Naja, in der DDR hatte man ja die Kunst des zwischen den Zeilen Lesens sehr schnell lernen müssen, um zu wissen, was tatsächlich mit bestimmten Sätzen gemeint ist und was man davon zu halten hat. Und man hatte in der DDR das Westfernsehen. Jedenfalls waren damals die Leute in der DDR, wenn sie abends dann spätestens um 20 Uhr in den Westen emigrierten, jedenfalls ins Westfernsehen emigrierten, immer das Gefühl, na, da werden wir wenigstens wahrheitsgemäß informiert. Ob das damals schon so stimmte, habe ich heute
meine Zweifel, aber auf jeden Fall war es sehr viel näher an der Wahrheit dran als das, was wir heute als Informationen vom Gebührenfernsehen oder auch von den Zeitungen bekommen. Und da ist es wieder das Perfide in der DDR. Konnten sich alle Journalisten irgendwie rausreden, indem sie sagten, ja, wir haben ja die Anweisung bekommen von einer Partei und wir konnten ja gar nicht anders schreiben, als wir geschrieben haben, was ich dann in allen Zeitungen gleich las. Also egal, ob man in Thüringen die Zeitung aufschlug oder an der Ostsee oder hier in Berlin, die Meldungen, die Kommentare und so weiter glichen sich bis in die Formulierungen hinein, dass ich dieses Phänomen jetzt mal wieder erleben würde, aber dass das eine freiwillige Gleichschaltung ist, Das hätte ich allerdings auch nicht gedacht. Mhm. Und da muss man immer vorsichtig sein, wenn alle großen Medien das Gleiche sagen, da ist irgendwo ein Haken versteckt. Und was ich aber feststellen muss, ist, dass diese Propaganda immer unverfrorener und immer unverschämter wird. Also wir erleben das ja jetzt im Augenblick gerade wieder. Ob das die Tagesschau war oder noch viel schlimmer das ZDF, die von Erdogan mit Bussen an die griechische Grenze transportierten jungen Männer, die keineswegs alle Syrer sind, sondern die aus Marokko, Pakistan, Afghanistan, Iran, anderen Ländern kommen, dort an der Grenze äußerst aggressiv auftreten, Molotow-Cocktails schmeißen, Drohungen ausstoßen. Das sind in unseren Medien, in ARD und ZDF, die armen Geflüchteten. Und das wird dann auch wieder auch wieder nicht direkt gesagt, sondern man zeigt da Bilder, die paar Kinder, die da drunter sind, die werden dann vor die Kamera geholt. Immer die Kinder. Und dann gibt es einen Schnitt und dann wird die Bombardierung von Idlib gezeigt. Und dass sich sofort diese Konnotation im menschlichen Hirn, aha, das sind die armen Eltern mit ihren Kindern, die vor den Bomben geflohen sind. Dass es dort, wie gesagt, überwiegend die notorischen jungen Männer sind, wird verschwiegen, beziehungsweise es wird nicht nur verschwiegen, sondern es wird den Leuten eingehämmert, das sind die Geflüchteten. Und nicht Erdogan ist der Verbrecher, der die Leute instrumentalisiert, in die Busse lädt und an die Grenze schafft und dort ihrem Schicksal überlässt. Ja. Ich habe sogar einen Bericht gelesen, der erstaunlicherweise in der Welt erschienen ist, wo beschrieben wurde, dass die Leute, die in einem bestimmten Gebäude untergebracht worden sind, in der Nähe von der Grenze, jeden Tag rausgescheucht werden aus dem Gebäude. Die müssen in den Bus und an die Grenze und wieder versuchen, über die Grenze zu kommen, was sie dann nicht schaffen und zurückkehren. Und dann geht am nächsten Tag das gleiche Spiel wieder los, weil das ihnen so befohlen wird. Aber in unseren Medien ist nicht Erdogan derjenige, sondern da wird wieder von der Schande Europas geredet. Da wird wieder behauptet, wir wären schuld am Schicksal dieser Menschen. Wir würden Nothilfe verweigern. Dabei ist es so, dass dort äußerst aggressive junge Männer abgewehrt werden. Und man kann nur hoffen, dass das noch lange oder endgültig der Fall ist. Ja? Denn ansonsten wird es uns hier nicht gut gehen. Ja, also diese Desinformation, dieses Nebelkerzenwerfen, das Vorgeben von Ausdrucksweisen oder worüber man nicht sprechen darf, das Markieren von schwarzen Stellen und so weiter, das sind alles gängige Praktiken in unseren Qualitätsmedien, sage ich jetzt mal freundlich euphemistisch.
Ja, aber was ist mit den Leuten auf der anderen Seite, die gar nichts mehr verstehen? Frau Barbe, was wissen die heutigen Generationen und vor allen Dingen die Jugend, insbesondere vielleicht sogar Studenten der Politikwissenschaften, überhaupt über die DDR? Wie kann man so wenig, also ja. Also ich kann mich nur erinnern, dass zu meiner Zeit als Referentin in der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung das Thema auch immer angesprochen wurde. Mein Schwerpunkt lag aber und liegt naturgemäß immer noch darauf, Aufarbeitung der beiden deutschen Diktaturen, also kommunistische und nationalsozialistische Diktatur. Wir haben zum Beispiel Folgendes gemacht, nicht nur Lesungen mit Betroffenen, also Schriftsteller, mit Bürgerrechtlern, Freier Klier fällt mir ein, Stefan Kraftschick, Lutz Rathenow und so weiter. Also ich kann nur ein paar nennen, um also nochmal an bestimmte Dinge der DDR zu erinnern. Wir haben aber auch eins gemacht. Ich habe dann ein Konzept erarbeitet und habe mit einem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in Sachsen eine Vortragsreihe konzipiert. Und wir haben dann zu Themen des Rechtsextremismus, des Linksextremismus und des Islamismus Vorträge gehalten. Wir haben also informiert, und zwar in Vereinen und in Schulen. Also Lehrer haben uns angefordert. Und mich wundert überhaupt nicht, wenn man einseitig nur den Rechtsextremismus thematisiert, der zu Recht thematisiert werden muss. Dann verstehe ich nicht, warum der Linksextremismus, der jetzt inzwischen ja schon so weit ist, dass er die Mitarbeiter dieser Bundestagsfraktion der AfD bedroht und sie auffordert, hier die Arbeit zu unterlassen, um sie abzuschrecken und Angst zu schüren. Da denke ich an den Spruch von Mielke, der hat immer gesagt, unsere Macht ist die Angst der anderen. Und das wird berücksichtigt und wird gemacht. Also wir haben versucht, dann auch ein breites Spektrum der Bedrohung der Demokratie also zu bringen. Und das auch in Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz. Und jetzt erlebe ich, dass hier einseitig eine bestimmte Richtung geächtet wird. Und das ist der Nationalsozialismus zu Recht. Aber ich frage mich, wo bleibt die Ächtung des realen Sozialismus, die Ächtung des Kommunismus mit all den Verbrechen. Und wäre zum Beispiel eine Anregung, die ich Ihnen gerne mitgeben wollte, diesen 23. August immer zu feiern. Das ist der Tag des Hitler-Stalin-Paktes. Nicht feiern, sondern an ihn erinnern und auch deutlich zu machen, was dort passiert ist, Schulklassen einzuladen, mit ihnen darüber zu sprechen, was hier gemacht wurde. Hier hat Hitler mit Stalin einen Pakt gemacht, um Polen zu teilen, um Polen zu unterwerfen und auch Menschen umzubringen, denn das haben sie dort auch gemacht. Und es gibt einen Aufruf, der ist von einem italienischen, glaube ich, Philosophen mit auf den Weg gebracht worden. Es geht um das Nürnberg des Kommunismus. Das sind mehrere hundert Philosophen, Journalisten, Intellektuelle, die sagen, das geht nicht so, die Verbrechen des Kommunismus müssen geächtet werden. Und die haben diesen Aufruf jetzt gestartet, ist in der Jungen Freiheit, glaube ich, im November veröffentlicht worden. Das ist auch eine Aufgabe, dass dieser Aufruf hier verbreitet wird, dass man diesen Philosophen Christine auch einlädt, dass er mit jungen Leuten ins Gespräch kommt, damit die sehen, was hier passiert ist. Und natürlich auch nicht vergessen, die politisch Verfolgten der SED-Diktatur auch zu würdigen. Wissen Sie, wenn jetzt das so passiert, wie es passiert in Thüringen, wenn die SED verniedlicht wird, dann heißt das doch, die Opfer hat es nicht gegeben. Wenn es keine Täter gab, gab es keine Opfer. Und die Opfer fühlen sich nicht nur, sondern sie werden ganz bewusst ins Gesellschaftliche ausgedrängt, während man die Opfer des Nationalsozialismus zu Recht auch zu den Veranstaltungen bringt, sie Reden halten lässt, werden die Opfer der SED-Diktatur, des Kommunismus generell ausgegrenzt. Also das halte ich für wichtig, den 23. August zu erinnern, diesen Aufruf von Christine also bekannt zu machen, das Nürnberg des Kommunismus zu fordern und auch
auch so etwas hier zu installieren, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Wenn, solange wir den Kommunismus, den Linksextremismus nicht geächtet haben, machen die weiter wie bisher und behaupten auch noch, das dient einer guten Sache. Das halte ich für ganz gefährlich. So schnell kann ich gar nicht schreiben. Vielen herzlichen Dank. Weil Sie haben gefragt. Ja, na klar. Also ich bin ja auch auf das Äußerste dankbar für die ganzen tollen Anregungen, die wir für heute hier notieren können für unsere zukünftige Arbeit. Frau Lengsfeld, wie ist denn die politische Grundeinstellung zur Nachverfolgung von Verbrechen der DDR im Deutschen Bundestag? Können Sie da aus Ihrer Geschichte, haben Sie da eine Wahrnehmung dazu? Also schwierig. Sie meinen jetzt die juristische also im Deutschen Bundestag gab es ja eine ziemlich gründliche Aufarbeitung der SED-Diktatur durch die Enquete-Kommission. Das war in der ersten und zweiten Legislaturperiode nach der Vereinigung und auch durch diese Untersuchungsausschuss verschwundenes SED-Vermögen. Was aber gefehlt hat, ist die öffentliche Wahrnehmung dieser sehr gründlichen Aufarbeitung. Also diese Kommissionen haben sehr fleißig gearbeitet und haben so dicke Bände produziert, also die Enquete-Kommission so dicke Bände über die Verbrechen der SED und die Kommission oder die Untersuchungskommission über das verschwundene DDR-Vermögen, wirklich so dicke Bände, zwei so dicke Bände über das verschwundene DDR-Vermögen. Aber das öffentliche Interesse der Journalisten, der Wissenschaftler, der Meinungsmacher darüber hinaus war einfach nicht da. Sie werden sich alle noch daran erinnern, wie groß der Medienhype war bei der Spendenaffäre von Kohl. Das ging wochenlang die Medien rauf und runter, aber die 24 Milliarden verschwundenes DDR-Vermögen, denen der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages hinterher recherchierte, da war das Medieninteresse also deutlich gedämpfter. Ich will nicht sagen, dass gar nicht darüber berichtet wurde. Das wurde schon darüber berichtet, aber niemals auf den ersten Seiten, sondern immer hinten unter ferner liefen. Und auch dieser Skandal, dass Gregor Gysi war ja, das wissen die meisten Qualitätsjournalisten heute ja schon gar nicht mehr, der letzte Vorsitzende der SED. Der ist am letzten SED-Parteitag im Dezember 1989, als die Mehrzahl der Delegierten unter dem Eindruck des Mauerfalls die SED eigentlich auflösen wollte und der damalige SED-Vorsitzende Modrow gemerkt hat, er schafft es nicht, hat er Gysi ans Mikrofon geschoben, der damals noch relativ unbekannt war. Und Gysi hat es mit seiner Rhetorik geschafft, die Delegierten zu überzeugen, die SED nicht aufzulösen, denn Genossen, und da hätten wir ganz hellhörig werden müssen, wenn ihr die Partei auflöst, dann ist das Vermögen futsch. Dann stehen wir über Nacht da bei Null. Und daraufhin haben die Genossen die Partei auch nicht aufgelöst. Gysi wurde ihr Vorsitzender und das Erste, was er gemacht hat, er hat eine Kommission zur Sicherung des Vermögens gegründet. Und die meisten Angehörigen dieser Kommission sind auch vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages erschienen und sollten dort vernommen werden und sollten dort ihr Wissen über das verschwundene DDR-Vermögen, also das sie ja maßgeblich verschoben haben, preisgeben. Und die haben, das kann man in der Bundestag-Drucksache nachlesen, es abgelehnt mit der identischen Erklärung, dass sie sich der Strafverfolgung aussetzen würden, wenn sie jetzt ihr Wissen preisgäben. Da mussten sie 800, damals noch D-Mark, Strafe bezahlen und mussten nicht mehr aussagen. Das ist dieser Skandal niemals
breit von den Medien thematisiert worden und heute eigentlich vergessen. Und inzwischen würden sie sich nicht mehr der Strafverfolgung aussetzen, weil es verjährt ist. Aber niemand fragt mehr nach. Also immerhin in unserer hypermoralischen Gesellschaft wäre es ja doch mal eine Frage, auch eine moralische Frage, was ist denn eigentlich mit den fast 24 Milliarden D-Mark, also 12 Milliarden Euro passiert, die unter Gysis politischer Führung und Verantwortung verschwunden sind. Nur ein Bruchteil dieses Vermögens ist überhaupt wieder zurückgeführt worden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, aber es ist wirklich nur ein Bruchteil. Aber es wird nicht danach gefragt. Es wird auch Herr Ramelow und seine Partei als die Superdemokraten jetzt in den Medien gerade schön geredet, aber keine einzige kritische Frage. Herr Ramelow war ja wenigstens zeitweise auch an einer Immobilienfirma beteiligt, gemeinsam mit einem ehemaligen inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit. Und da könnte man ja mal fragen, welche Immobilien da eigentlich verhandelt wurden. Ja? Aber er ist dann irgendwie, das ist mal, als er Ministerpräsident von Thüringen werden wollte, kurzzeitig in den Medien aufgetaucht und dann auch wieder verschwunden. Und die Frage wird nie wieder gestellt. Also man fasst diese Leute wirklich mit Samthandschuhen an und stellt die entscheidenden Fragen bis heute nicht. Und das ist die Krux. Man kann auch nicht sagen, dass die DDR-Verbrechen nicht aufgearbeitet worden sind. Es gibt genauso viele wissenschaftliche Bücher über die DDR-Verbrechen wie über die Nazi-Verbrechen. Aber die werden eben nicht zur Kenntnis genommen. Die sind nicht Bestandteil im Lehrplan, in den Schulen, in den Universitäten. Also ich habe jahrelang Schulklassen durch das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen geführt und habe festgestellt, 90% der Schulklassen sind völlig unvorbereitet hingekommen, wussten nicht, ob sie jetzt schon wieder in irgendeinem KZ sind. Jedes Mal nach meiner Führung, aber wirklich jedes Mal, haben die Jugendlichen zu mir gesagt, mein Gott, warum haben wir das nicht gewusst? Warum wird uns in der Schule nicht davon gesprochen? Und auch, ich habe jetzt noch ein paar Studenten, denen ich immer noch ein bisschen beibringen kann, wie es in der DDR zuging, weil die zukünftige Beamte in Mecklenburg-Vorpommern sein werden und da unter anderem auch dann mit politischen Gefangenen zu tun haben, deren Renten und so weiter sie bearbeiten müssen. Also die sagen dann auch, also wenn sie über ihre Arbeiten, über ihre Bachelorarbeiten, über die Heimkinderproblematik, über die Jugendwerkhofproblematik, über den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau und so weiter geschrieben haben, dann sagen die auch immer zu mir, also vorher haben wir nie davon gehört. Ja? Und wie gut, dass wir wenigstens jetzt durch sie und durch ihre Themen uns damit beschäftigt haben. Wir hätten das überhaupt nicht gewusst. Für die war die DDR sogar das Umwelt, was den Umweltschutz betrifft und den Zustand der Umwelt, das Vorbild für das heutige Deutschland. Ja, weil sie das offensichtlich in den Schulen so beigebracht kriegen. Also die Unwissenheit unserer Kinder und Jugendlichen, was die zweite Diktatur in unserem Land betrifft, ist abgrundtief. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich hatte am Gymnasium gefühlte 9 Jahre Nationalsozialismus und nichts anderes. Und dementsprechend war mein Erstaunen wirklich groß bei meiner ersten Ausschussreise Anfang letzten Jahres nach Estland. Und dort haben wir zufällig den Zeitpunkt erwischt, wo in einem großen Volkstrauertag erinnert wurde an die Opfer der Russen, die da ja durch sind. Und dort eine Schneise der Tötung und der Zerstörung von Familien hinterlassen haben. Und das war mir gänzlich unbekannt. Also ich nehme das jetzt einfach mal so
auf meine Kappe. Vielleicht hätte ich darüber was wissen können. In der Schule haben wir darüber nichts gelernt. Und das, was Sie sagen, ist völlig richtig. In diversen anderen Fächern, so auch in Erdkunde, war die DDR beispielhaft für den Umgang mit Ressourcen und ich weiß nicht was alles. Wir lachen da jetzt heute drüber, aber wir haben in der Schule ein ganz verzerrtes Bild und deswegen nimmt es auch nicht Wunder, dass wir in Trier in Rheinland-Pfalz eine Karl-Marx-Büste aufgestellt haben zur freudigen Erinnerung. Also wir von der AfD waren da natürlich dagegen im Land, aber so läuft das jetzt. Du wolltest dazu auch mal intervenieren. Ja, da gab es vor anderthalb Jahren eine Studie, die ein Dozent mit seinen Studenten gemacht hat. Und der hat dort zwei Pro-Seminare mit jeweils 40 Teilnehmern, das sind Studenten der Politikwissenschaften gewesen, durchgeführt. Und da kamen zu Aussagen, die unglaublich sind. Die häufigsten Assoziationen mit der DDR waren in beiden Seminaren folgende Begriffe: Sozialpolitik, soziale Gerechtigkeit und Sozialismus. Wenn man das schon mal so zusammenfasst, ist das schon mal eine Lüge in sich. Und dann kommt noch Stasi und eine Mauer um Berlin dazu. Und die SED als den entscheidenden Faktor für diesen Unrechtsstaat, den hatten die wenigsten auf der Agenda. Also von im Verhältnis 1 zu 15. 15 Leute haben gesagt, die Stasi war das Problem. Aber dass die Stasi von der SED tatsächlich dann erstmal befähigt wurde, so zu agieren, das hat nur einer von denen gesagt. Und als Diktator, geschweige denn als sozialistische Diktator, kam heraus, kennzeichneten die DDR nur die allerwenigsten Studenten. Und sein Fazit am Schluss ist, ich lese das mal vor, die Stasi ist der Sündenbock, die SED existierte in ihrem Bewusstsein nicht. Die DDR erschien ihnen als Stasi-Staat. Und das kann sich die umbenannte SED, die Linke, als geschichtspolitischen Erfolg anrechnen lassen. Sündenbock ist die Stasi und die Stasi existiert überhaupt nicht. Sie ist eine normale Partei neben allen anderen. Und wenn das die jungen Leute so denken, brauchen wir uns überhaupt nicht zu wundern, warum wir auf der Straße als Ältere, die ja nun ein ganz anderes Erlebnis, einen ganz anderen Hintergrund haben, mit diesen Leuten uns überhaupt nicht verständigen können. Die wissen gar nicht, worüber die reden. Und da wären wir wieder beim Thema Bildung. Ja, kurz, wir hatten ein Erlebnis, Vera und ich waren, also eigentlich Vera, ich war gar nicht eingeladen, zu einer Veranstaltung 30 Jahre Friedliche Revolution unter dem Ostbeauftragten Hirte und Platzek. Und dort sind dann auch sind verschiedene Bürgerrechtler zu verschiedenen Fragen zu Wort gekommen. Unter anderem waren aber auch Schüler eingeladen. Und ich erinnere mich an einen Schüler, der war in der 12. Klasse eines evangelischen Gymnasiums in Köpenick. Und der hat dann auf die Forderung, die dann von manchen erhoben worden, ja, muss mehr gegen rechts machen, er hat gesagt, also er hat jetzt drei geschlagene Jahre im Gymnasium nur was von Nationalsozialismus gehört. Er will das jetzt nicht mehr hören, aber er hatte nur 14 Tage was über die DDR. Das ist nachlesbar. Ich habe das dann auch, wir haben es veröffentlicht, Vera und ich. Das ist so das ist die Auskunft. Man muss wissen, bei der Aufarbeitung, das hat ja Vera schön plastisch gesagt, kann man drei Phasen sehen. Die juristische Aufarbeitung ist total gescheitert. Es sind nur wenige überhaupt verurteilt worden für die Verbrechen. Kein Vernehmer übrigens, ist nicht ein einziger Vernehmer verurteilt worden, weil die ja alle immer an falsche Angaben gemacht haben. Und in Salzgitter, wenn die Häftlinge befragt wurden, konnten die nur sagen, es war Müller, Meier oder Schulze. Und die hießen ja eigentlich ganz anders. Es ist eine gute historische Aufarbeitung zustande gekommen durch die Akten, die da sind, Bücher geschrieben, aber es passiert eben keine gesellschaftliche Aufarbeitung, überhaupt nicht, es wird nicht darüber berichtet. Es gibt einzelne Journalisten wie hier Felix Kellerhoff, der mal ab und zu in der Welt was darüber schreibt, aber ganz wenige einzelne und dann nur noch in den alternativen Medien. Wer also die alternativen Medien nicht liest und keine Texte davon kennt, der ist hoffnungslos verloren und wird hoffnungslos verblödet. Und da muss ich mal Lanz Berges zitieren. Ich weiß nicht, ob Sie Lanz Berges mal kennengelernt haben. Holen Sie ihn her und lassen Sie ihn auch noch mal hier sprechen. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ich hier reden würde. Er hat in einem Vortrag auch gesagt, also er versteht gar nicht, dass die Deutschen nichts aus der Geschichte gelernt haben. Damit meint er natürlich weniger die Ostdeutschen, aber das sagte er so, dass die Gehirnwäsche immer noch so funktioniert. Und das oberste Gebot für uns müsste sein, die Ächtung dieses Kommunismus mit den vielen Verbrechen. Thank you.
Ich war Journalist in der Zeit und ich gebe Ihnen völlig recht, man hat sich auf die Stasi konzentriert. Aber empfinden Sie das im Nachhinein selber auch als Fehler, dass auch die DDR, Opposition, Bürgerrechtsbewegung etc., weil das ja so schön greifbar war, ja, Normannenstraße und das waren die Bösen, hat man sich von Anfang an vielleicht viel zu sehr darauf eingeschossen und Sie haben ja völlig recht, hat an sich die Parteiführung, Schwert, Schutz und Schwert, hieß es ja schön bei der Stasi, völlig vergessen im Grunde genommen. Aber mehr eben hat man sich auch als Bürgerrechtsbewegung der DDR zu sehr auch auf die Stasi eingeschossen, in den Tagen nach 89. Zwei Dinge. Erstens hat die SPD und die damalige DSU die waren in der Volkskammer. Die haben einen Antrag eingebracht, aber nur ins Präsidium der Volkskammer, dass die SED als kriminelle Organisation eingestuft werden sollte. Wir hatten vor, eine sozusagen Beweislastumkehr zu organisieren. Das ist aber von de Maizière, also I.M. Czerny und anderen abgelehnt worden. Also von der SED, die alle in der Volkskammer saßen, mehrheitlich abgelehnt worden. Nur die SPD und die DSU waren dafür. Und es ist auch nicht groß öffentlich diskutiert worden. Es war eine Zeit lang, also nur eine kurze Frage. Und als es dann abgelehnt wurde, war es nicht mehr up to date. Hinzu kommt, man hat Gysi geglaubt, der hat auf diesem Verschleierungsparteitag, den Vera angesprochen hat, hat er deutlich gesagt, ja, um also nicht nur die Gelder zu retten und auch die 40.000 Mitarbeiter weiter zu bearbeiten, zu bezahlen, die ja in der DDR tätig waren für die SED, hat er gesagt, sie werden erstens die Verbrechen aufklären, das versprechen sie. Sie werden die Schuldigen bestrafen und sie werden die Opfer aus dem SED-Vermögen also entschädigen. Das ist auch nicht eingetreten. Niemand fragt danach. Auch danach muss gefragt werden, auch danach, das ist wichtig. Und wir haben immer auch versucht, diese SED an ihre Verantwortung zu erinnern. Aber wie gesagt, es ist gesellschaftlich nicht gewollt gewesen. 4 Jahre nach der Friedlichen Revolution kam es schon zur ersten Zusammenarbeit zwischen SED und SPD. Also das war für mich also der größte Schlag, weil also diejenigen, die uns also 40 Jahre die uns 40 Jahre unterdrückt haben, sage ich mal so einfach, die sind dann wieder an die Macht gekommen. Mit den gleichen Personen, die vorher schon an der Macht waren. Und das habe ich nicht verstanden, bin damals dann auch aus der SPD ausgetreten, 96, wäre ja bei den Grünen ausgetreten. Aber diese Fragen sind gestellt worden, sie sind aber gesellschaftlich praktisch geächtet gewesen. Man wollte davon nichts wissen und es wird von Jahr zu Jahr eben normaler, die SED zu verniedlichen, zu verharmlosen. Jetzt sind sie angeblich Sozialdemokraten, wie Herr Bodo Ramelow ist angeblich Sozialdemokrat, obwohl Sie müssen mal darauf achten, er trägt den roten Keil. Das ist das kommunistische Zeichen. Ne? Darauf ist noch kein Mensch, also nicht kein Mensch, sondern gehen die Journalisten gar nicht ein. Im Gegenteil, sie fragen mich denn, na sind Sie denn nicht eine immer ewig gestrige, wenn Sie das immer wieder ansprechen? Das wollen wir doch gar nicht hören. Und das sagen Sie auch ganz deutlich und ganz klar so. Aber ich hoffe trotzdem auf die Opposition. Für mich ist die AfD die einzige Opposition, die diese Fragen stellt und die da dran bleibt, weil ohne diese, wie gesagt, ohne diese Aufklärung und deutlich machen, wer die Verantwortung für all das trägt, wird auch die Verfolgung der AfD und der anderen demokratischen Kräfte weitergehen. Ja? Denn die müssen sich ablenken und das machen sie, indem sie auf die anderen mit dem Finger zeigen. Das ist richtig. Wir sind jetzt schon beinahe auf dem Weg in die rege Diskussion, wo wir die Runde öffnen. Ich hätte dazu noch eine letzte Frage, die dann bitte an beide Gäste geht. Also wir haben jetzt gut auch heraushören können, dass frei nach dem Altlateiner Motto, die Geschichte schreiben immer die Sieger, es Menschen gibt, die hier die Narrative, die Erzählstränge, die Gedanken, die Konzepte und die Worte vorgeben. Und das durchzieht die Journaille, Qualitätspresse, das durchzieht die politische Bildung an den Schulen, in den Vereinen, in der sogenannten Zivilgesellschaft. Und ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, aber je länger wir
weg sind vom damaligen Dritten Reich, desto härter wird der Kampf gegen rechts und desto selbstherrlicher erhöhen sich die selbsternannten Antifaschisten, die aber ganz genau aufpassen, welche Erzählstränge nicht berührt werden sollen. Und das habe ich sehr wohl auch mitnotiert, welche Pisten wir verfolgen könnten, um das Scheinwerferlicht mal von den Nebelkerzen wegzulenken und dahin zu lenken, wo es womöglich wehtut und Brüche in der Narrative passieren könnten. Dementsprechend die nächste Frage nochmal. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Dingen schon mitnotiert, aber was könnten wir als Parlamentarier unternehmen, um zu verhindern, dass sich nicht das nächste Diktaturexperiment auf deutschem Boden etabliert. Also wir sehen tatsächlich leider schon anfängliche Züge. Manche sagen, es ist schon weiter fortgeschritten. Also so ganz genau wird man das erst in der Retrospektive sagen können, in welchem Stadium wir uns da befinden. Aber was können wir als Parlamentarier denn noch dagegen tun, Ihrer Meinung nach? Also dazu hätte ich gerne von Ihnen beiden noch mal für uns ein paar Worte. Fangen Sie an. Ja, meiner Meinung nach, das sage ich und schreibe ich auch, sind wir schon mitten in einer Gesinnungsdiktatur. Denn wenn bestimmte Meinungen gar nicht mehr zugelassen werden sollen, dann ist das Diktatur. Wenn diese Forderung erhoben wird und diese Forderung dann auch mit den Mitteln gesellschaftlicher Ächtung mit Verleumdung, Denunziation und dann den antifaschistischen Bodentruppen, die Büros demolieren, Wohnungen überfallen, Autos anzünden und so weiter durchgesetzt wird, dann ist das, es ist eine andere Art von Diktatur, als wir sie bisher in der Geschichte kennengelernt haben. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, natürlich kommt die DDR nicht so wieder, wie sie war. Aber die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley, die mit mir und noch anderen gemeinsam am allerersten Tag der Stasi-Aktenöffnung die Stasi-Akten gelesen hat und wir am Ende dieses langen Tages völlig erschüttert vor der Gauck-Behörde standen, weil wir nämlich dort Maßnahme- und Zersetzungspläne gefunden haben. Also die Staatssicherheit hat mit wissenschaftlichen Mitteln ausgearbeitet, was macht man, um einen Menschen, eine Gruppe und so weiter zu zersetzen. Und das kann man da sehr genau nachlesen. Die hatten nämlich sehr gut geschulte Psychologen. Die Stasi hatte eine eigene Hochschule, die Stasi-Leute trainierte in psychologischer Hinsicht. Und Bärbel hat dann zu mir gesagt und hat das später auch noch mehrmals wiederholt, die hat gesagt, weißt du, die werden sich die Akten angucken und die werden gucken, wie sie es machen müssen. Ja. Und genau das ist eingetreten. Bestimmte Verhaltensweisen, die wir jetzt sehen können, auch von den Medien, die entsprechen exakt den Vorgaben in diesen Zersetzungsplänen. Also da steht dann drin, wenn man einen Menschen zersetzen will, dann muss man vor allen Dingen erstmal seinen Ruf schädigen mit unwahren, aber glaubwürdigen Gerüchten. Und man muss ihn entfremden, seinem sozialen Milieu, seiner Familie, seinem Arbeitsumfeld, seinen Freunden. Und ich habe das vor kurzem im Januar dann mal anhand einer Veröffentlichung im Handelsblatt durchexerziert. Da habe ich einen Artikel genommen, der gegen den Krall gerichtet ist, ein Wirtschaftswissenschaftler. Und habe auf der einen Seite diese Stasi-Richtlinie hergenommen und habe dann gezeigt, wo er mit seinen Formulierungen genau
dieser Stasi-Richtlinie entsprach. Das hat dem Handelsblatt nicht gefallen. Aber ich denke, das war auch, das ist auch keine Ausnahme. Das wird nicht immer in voll so passieren, wie das da im Handelsblatt geschehen ist, sondern das sind dann immer einzelne Nadelstiche, die dann gesetzt werden in den Artikeln, in den Berichten und so weiter, ne? Und das ist ja auch etwas, was gegen die AfD angewandt wird, und zwar klassisch, wie es die Stasi gemacht hätte. Also der Ursprung dieses jetzt ständig wiederholten Faschismusvorwurfes liegt ja darin, dass das Gericht, glaube Mühlhausen war das, wo ein Altantrag vorlag einer Antifa-Gruppe, die gerne in Eisenach demonstrieren wollten, mit einem Plakat, wo dem Höcke Faschismus oder Höcke Faschist oder irgend sowas. Mhm. Und die Stadtverwaltung Eisenach hatte damals noch gesagt, ihr dürft demonstrieren, aber nicht mit diesem Plakat. Und dann sind die vor Gericht gegangen, und das Gericht hat jetzt nicht, überhaupt nicht gesagt, Höcke ist ein Faschist, und das stimmt. Die hat nur gesagt, naja, das ist noch von der Meinungsfreiheit gedeckt und sie dürfen das machen. Und wie wird das verkehrt? Es wird ständig behauptet, das Gericht hätte gesagt, der wäre ein Faschist. Und deswegen wiederholen es jetzt alle. Ja, und je öfter man das wiederholt, desto glaubwürdiger wird es. Und das ist genau diese Stasi-Methode. Unwahre, aber glaubwürdige Gerüchte in die Welt setzen und ständig wiederholen. Ja? Also da findet man eine Fülle von Beispielen. Und ich kann der AfD da nur eins raten: tapfer bleiben, sich nicht einschüchtern lassen und darauf vertrauen, dass am Ende immer die Wahrheit siegt. Ja, kann ich nur unterstreichen, sagen, was ist, ist immer wieder nötig. Und deshalb gucke ich mir auch bei Phoenix die Bundestagsreden an, aber immer nur die von der AfD, weil das andere, das kenne ich schon. Die Lügen mag ich nicht mehr hören. Sagen, was ist, bleibt so. Erich Fromm hat zum Beispiel auch gesagt, die Aufgabe der Intellektuellen ist es, ständig nach der Wahrheit zu suchen und sie öffentlich auszusprechen. Das erwarte ich einfach auch weiterhin, weil das ist die Hoffnung auch der Bürger. Die wollen endlich mal, dass jemand das sagt, was ihnen auf der Seele brennt und was ja nirgends gesagt wird. Und dann wünsche ich mir auch, dass die AfD-Fraktion die Nachwirkungen dieser Maßnahmen Modus, die unter seiner Regierungszeit entstanden sind, also zwischen, wann war das, November 1989 bis zur Volkskammerwahl, da hat er ganz viele Weichen gestellt, die heute noch das Leben im Osten bestimmen. Das ist zum Beispiel, er hat die Treuhand eingesetzt, und er hat sie eingesetzt mit 1600 ehemaligen Ministern, Stasi-Leuten, SED-Funktionären in aller Welt. Und wenn man Treuhand untersucht, dann muss man untersuchen, welcher Mitarbeiter konkret hat mit welchem Glücksritter West zusammen was verscherbelt. Nur so kommt also die Wahrheit heraus, und nicht generell die Treuhand fertig machen. Das ist absolut unhistorisch und falsch. Dann die, was man nicht mehr rückgängig machen kann, aber was man wissen muss, ist ja, er hat ja Seilschaften installiert. Er hat die Stasi-Mitarbeiter in Arbeitsämtern, Behörden, Schulen, Banken, in der Post und so weiter eingeschleust. Dann hat er eine Kaderaktensäuberung durchgesetzt. Das heißt, die Leute konnten selber ihre Kader, die SED-Leute ihre Kaderakten säubern, sodass denen, denen sie geschadet haben, bis heute, diejenigen können bis heute nicht nachweisen, wer ihnen geschadet hat, warum sie keine Rehabilitierung bekommen. Dann hat Modrow ein Vermögensgesetz erlassen, das den systemprivilegierten Grundstücke und Häuser zugeschanzt hat. Fahren Sie mal raus hier nach Bestensee, ich sage da immer Bunzensee dazu, oder in diese Richtung um Königs Wusterhausen, wo es da viele Seen gibt, dann werden Sie mitkriegen, wer sich dort alles bereichert hat. Und was wichtig ist, die SED löste sich nicht auf, wie die ungarischen Kommunisten. Ich sage das deshalb, weil ich bin damals
Gysi hat immer gesagt, ach, wir haben doch genauso gehandelt wie alle eure osteuropäischen kommunistischen Parteien. Das ist gelogen. Ich bin dann zur ungarischen Botschaft und habe mir schriftlich geben lassen, dass die Ungarn sich sehr wohl aufgelöst haben, die kommunistische Partei, dass sie das Geld an den Staat zurückgezahlt haben, dass sie sich neu gegründet haben und dass sie heute kaum Mitglieder haben. Sobald die SED sich auflöst, das Geld zurückgibt und vor allen Dingen die Opfer entschädigt, dann sehe ich das auch mit anderen Augen. Aber solange das nicht geschieht, muss diese Wahrheit ans Tageslicht. Das halte ich für ganz wichtig. Und wenn Sie die immer auch als SED ansprechen, Sie haben die, das ist vom Gericht gedeckt, zumal es Herr Holuber, so hieß der Schatzmeister, der es vom Gericht gesagt hat, selbst bestätigt hat. Sie sind die böse alte SED und niemand anderes sonst. Modrow hat sich übrigens auch geweigert, muss man auch bekannt geben. Er hat sich geweigert, obwohl wir am Runden Tisch ihn aufgefordert haben, die Stasi aufzulösen. Er hat sich geweigert, er hat sie umbenannt in Amt für nationale Sicherheit, so wie das in Russland auch passiert ist. Erst den Bürgerkomitees, das wäre auch noch meine Aufgabe, diese Leistung der Bürgerkomitees zu würdigen, die mit wirklich ganz viel Zivilcourage dahin sind, mit schlotternden Knien und die bewaffneten Stasi-Leute entmachtet haben in den Stasi-Zentralen, damit wirklich das Gewaltmonopol endlich nicht mehr auf den Seiten der SED war. Dieses Gewaltmonopol war bis zum Ende der DDR, also bis zur Entmachtung durch die Stasi, auf den Seiten der SED und Staatssicherheit. Und die Leute sind trotzdem auf die Straße gegangen und haben ihren Mut nicht verloren. Und diesen Mut dieser Leute, den wünsche ich auch weiterhin der AfD. Das halte ich für ganz wichtig. Ja, leg los. Ja, ich möchte auch noch etwas dazu sagen. Erstmal vielen Dank. Ich kann das alles nur unterschreiben, was Sie gesagt haben. Aber ich möchte gerne noch etwas ergänzen. Das ist einfach nur eine Ergänzung. Aus der Anatomie der Staatssicherheit, dem MFS-Handbuch, möchte ich Ihnen noch was vorlesen. Und wenn Ihnen irgendetwas ganz typisch DDR vorkommt, können Sie gerne die Hand heben. Wenn Ihnen etwas ganz typisch wie heute vorkommt, möchte ich gerne Sie beide Hände heben. Also eigentlich ist das, was jetzt kommt, aus der zweiten Hälfte der 80er Jahre, also kurz vor der Wende, ist das passiert. Da hat die Hauptabteilung 20 des MFS in Auftrag von der SED, also den Linken, den heutigen Linken, bekommen, aktiver zu werden, weil die Opposition zunehmend sich politisierte. Das kenne ich irgendwie von heute. Und daher wurde der Auftrag erteilt, oppositionelle Elemente unwirksam zu machen und am Handeln zu hindern, ehe sie zu einer Gefährdung der politischen Machtverhältnisse werden können, ehe sie eine Massenbasis und einen Masseneinfluss erreicht haben. Das kommt mir sehr bekannt vor. Weiter geht es. Dazu wurden Inspiratoren des politischen Untergrundes geschaffen. Inspiratoren des politischen Untergrundes. Ganz klasse Leute, die dort irgendwo hingehen, unterwandern, vielleicht selbst noch anstiften und dann anzinken und kaputt machen. So, und dann ging es weiter. Auch geringfügiges, abweichendes Denken und Handeln von der Linie konnte im Kontext einer Feindtätigkeit eingeordnet werden. Und das bedeutete, es sollten zusätzliche Anstrengungen zur Bekämpfung politisch abweichenden Verhaltens stattfinden. So, und das kommt mir auch heute sehr bekannt wieder vor. Unglaublich, für mich ist das eine Geschichte, die ja für mich aus der DDR sich hierher gerettet hat. Danke. Ja, wir wären dann jetzt so weit, dass wir Fragen annehmen würden. Da war vorhin direkt der Erste. Genau, ich habe mal eine Frage an Frau Barbe und Frau Lengsfeld. Und zwar geht es darum, das wurde jetzt sehr gut rausgearbeitet, dass die Aufarbeitung der SED-Diktatur ja ganz klar behindert worden ist oder unter den Tisch gekehrt oder nicht so umfassend erfolgt ist in der öffentlichen Breite, wie man es sich gewünscht hätte. Und vielleicht, dass man auch noch mal von Ihrer Seite beleuchtet, was Sie dazu beitragen können, inwieweit eigentlich westdeutsche Eliten, also Politiker, das massiv behindert haben. Denn das ist überhaupt nicht angesprochen worden, dass gerade unsere westdeutschen Eliten sich die Klinke dort über Jahrzehnte in die Hand gegeben haben. Stichwort Strauß, Milliardenkredit, Schorfheide, umfangreiche Jagden für Westbonzen. Und die letztendlich natürlich auch ein ganz großes Interesse haben zu verhindern, dass es hier zu einer breiten Aufarbeitung kommt.
Naja, es sind ja nicht umsonst werden die Akten über die Mitarbeiter der Staatssicherheit im Westen nicht freigegeben. Das ist ja sowieso eine ganz abenteuerliche Geschichte, die ich nur ganz kurz anreißen kann. Als die SED schon nicht mehr über genügend Autorität verfügte, um in der DDR noch regieren zu können, gab es den sogenannten runden Tisch nach polnischem Vorbild. Da saßen die Hälfte Altparteien und die Hälfte neu gegründete Bürgerrechtsparteien. Was wir nicht wussten, ist, dass auch in den Reihen der Bürgerrechtsparteien etliche inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit saßen, wie Ibrahim Böhme, der damalige Chef der Sozialdemokraten der DDR, oder Wolfgang Schnur, der kurzzeitige Spitzenkandidat der Allianz für Deutschland. Gregor Gysi sowieso, aber da waren die inoffiziellen Mitarbeiter auf unserer Seite entscheidend. Dann der runde Tisch hat nämlich beschlossen, dass der Hauptverwaltung Aufklärung, also der Auslandsspionage, gestattet wird, ihre Akten zu vernichten. Und dann, das ist auch gemacht worden, es gab da auch nur eine kritische Stimme im Westen dazu, und das war Roland Jahn, wie hieß das nochmal? Kontraste? Nee, nicht Kontraste. Das war Kontraste damals, oh Gott. Roland Jahn, der jetzige Stasi-Unterlagenbeauftragte, war damals Journalist bei Kontraste, und die haben eine Sendung drüber gemacht und haben gesagt, das ist der Kardinalfehler gewesen. Denn man vermutet, dass es mindestens 10.000 Mitarbeiter der Staatssicherheit im Westen gegeben hat. Und dann ist aber Folgendes passiert. In den wilden Tagen, November- oder Dezembertagen, als alles drunter und drüber ging, hat die CIA führende Stasi-Offiziere der Stasi-Zentrale bestochen und hat von denen Kopien der Akten der Verwaltung Aufklärung gekauft, weil die Amerikaner unbedingt wissen wollten, wer bei ihnen Stasi-Spion war, und die wollten sie vor Gericht stellen und verurteilen. Also das war die sogenannte Aktion Rosewood, und die Rosenholz-Dateien sind also von denen nach Amerika geschafft worden. Die amerikanischen Spione sind enttarnt und vor Gericht gestellt worden. Und bei uns konnte man das nicht, weil die Akten ja alle weg waren. Und dann haben in der Regierungszeit von Clinton etliche Bürgerrechtler einen Brief an Bill Clinton geschrieben und haben ihn gebeten, Kopien der Kopien doch nach Deutschland zurückzuschicken. Und das hat er gemacht. Er hat die nicht nur nach Deutschland geschickt, sondern auch nach Tschechien, die Slowakei und so weiter. Also wir haben diese Akten wieder. Die sind aber vom damaligen Innenminister Schily sofort weggeschlossen worden, und niemand kommt daran bis heute. Ja? Wir haben die Akten, wir könnten Leute enttarnen, die für die Staatssicherheit im Westen gearbeitet haben. Und es gab in der schwarz-gelben Interimsregierung damals einen Antrag der FDP, einen Antrag auf Überprüfung aller Bundestagsabgeordneten seit 1949 für die Staatssicherheit. Das mussten die damals machen, weil das ein Anliegen von Westerwelle war und als Regierungspartei und so weiter. Na, der Antrag wurde im Bundestag angenommen und verschwand in den Ausschüssen und tauchte nie wieder auf. Es wurde einfach nicht gemacht. Ja? Und seitdem wurde auch kein Antrag mehr gestellt. Also wir hätten das Instrumentarium, das haben wir bei uns. Wir könnten jederzeit diese Westmitarbeiter der Staatssicherheit aufdecken, denn die haben ja nicht nur spioniert, die haben ja aktiv auf die Politik der Bundesrepublik Deutschland Einfluss genommen. Also das gravierendste Beispiel ist ja bekannt geworden, dass dieser Kuras, der Benno Ohnesorg erschossen hat, ein Mitarbeiter der Staatssicherheit war, aber auch das Misstrauensvotum gegen den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt ist gescheitert, weil die Staatssicherheit zwei CDU-Abgeordnete
bestochen hat. Ne? Übrigens, also Ramelow und seine Mannen führen ja jetzt auch intensive Einzelgespräche mit den Abgeordneten der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, ne, um dann die Stimmen zu kriegen für die, von denen noch im ersten Wahlgang. Also das sind, die Methoden sind sich auch sehr ähnlich geblieben. Aber wie gesagt, das ist, dieses Kapitel ist bis heute ein offenes Kapitel und niemand geht daran. Ja? Niemand geht daran, genauso wie nicht nach dem verschobenen, verschwundenen DDR-Vermögen gefragt wird. Ja, ich, wenn dem nachgegangen werden sollte von der AfD, wäre das ganz gut. Und es würde natürlich auch einen sehr guten Eindruck machen, wenn sich vorher alle bereit erklären, sich selbst überprüfen zu lassen bei der Staatssicherheitsbehörde. viele sind ja noch jünger, die brauchen ja keine Angst haben. Aber auch diejenigen, also das würde natürlich hervorragend aussehen. Wir lassen uns überprüfen und wir stellen den Antrag neu. Alle sollen überprüft werden, die jemals im Bundestag waren. Ich will zu dieser Geschichte, zu den Personen. Bundestag jetzt nicht mehr gemacht, ja? Nein, haben Sie nicht gemacht? Nein, freiwillig machen die das nicht. Also überhaupt nicht. Als wir uns damals überprüfen ließen, 90 im ersten gemeinsamen Bundestag, waren es nur die Ostabgeordneten, Hilsberg, Meckel und ich, die es gemacht haben. Und dann noch zwei Westabgeordnete, die sich freiwillig haben überprüfen lassen. Die anderen haben gesagt, sie haben eine Immunität und da denken sie gar nicht daran. Also das war meine Erfahrung in der SPD-Fraktion. Jetzt noch ein paar Geschichten zu Modrow ganz kurz. Modrow hat mich einmal, er war ja auch dann im Bundestag, muss man sich vorstellen, ne, als verurteilter Wahlfälscher, kam ja auch in Talkshows und ich habe ihn trotzdem auch in Presseerklärungen und so weiter angegriffen und da fragte er mich einmal, als wir da irgendwo auf einem Flughafen, sagte Frau Barber, was haben Sie denn eigentlich gegen mich? Na, ich sage, haben Sie denn vergessen, dass Sie die Leute haben zusammenprügeln lassen als Verantwortlicher noch am 4. Oktober alles auf dem Dresdner Hauptbahnhof? Wir haben das alles nicht vergessen, die Leute vergessen das nicht. Sie waren doch verantwortlich dafür. Sagt er, wieso denn? Ich bin doch der Hoffnungsträger. 1994, das heißt, so wurden auch die SED-Leute immer schon auch angesehen. Ja? Auch dann war lange der Teve Schur mal dort auch im Bundestag. Alle größte Ansehen, es gab keine Ächtung von denen und ich kann also nur den Kopf schütteln. Zweite Geschichte, ich war aus Krankheitsgründen in einer Reha-Klinik in Baden-Württemberg, in Badenweiler 1994. Und beim Abschied sagt mir der Leiter dieser Reha-Klinik, Frau Barbe, ich will Ihnen sagen, vor Ihnen, das war ja dann klar, dass ich da aus dem Bundestag war, vor Ihnen war schon ein Prominenter immer hier jedes Jahr. Ich sage, wer denn? Ja, Herr Stolpe. Was sag ich? Ja, und der hat sich hier mit allen westlichen Politikern getroffen. Das war das, was ich dann 1994 erfuhr. Und noch eine kleine Geschichte. Ich hatte meine Diskussion mit Distel. Nach der Diskussion, da ging es auch um die Stasi-Akten, hat dann Distel gesagt, ach na, er kümmert sich jetzt, also er hat keine Angst vor der Zukunft. Er hat Akten zu Hause über bestimmte Personen und das ist seine Rentenversicherung. Das nur noch mal als Hinweis, als ich gesagt habe, aber Sie müssen die Akten ja eigentlich laut Gesetz zurückgeben, da hat er nur gelacht. Er war der ehemalige Innenminister unter de Maizière. Und gut, das zu Ihrer Frage, ein paar kleine Erläuterungen. Sebastian. Natürlich. Ich habe einmal eine Frage zu diesem Thema, was Sie eben angesprochen haben, das Spiel mit der Angst. Das wäre die größte Macht, die man hätte. Wie können wir uns denn als Partei schützen, dass diese Angst bei uns nicht Einzug hält, dass man eben sagt, wir haben eben keine Angst vor diesem Verfassungsschutz und vor ja, dem, was wir eigentlich sagen wollen, sondern dass wir immer diesen Mut zur Wahrheit kontinuierlich weiter nach außen tragen. Wie können wir uns da schützen? Na, durch den festen Entschluss, sich nicht unterkriegen zu lassen, was soll man dazu sagen?
Ganz kurz noch, wir sind ja auch gefragt worden, also wir haben uns ja auch gefragt, was machen wir eigentlich? Wir können doch, die Stasi hört uns ab. Also viele hatten ja auch gar kein Telefon. Ich kriegte das dann erst, als ich in der Opposition war. Ein halbes Jahr vor den, im September 89 bekamen wir überhaupt erst Telefon nach 15-jähriger Anmeldung. Das kriegte man eigentlich nur, wenn die einen selber überwachen wollten. Wir haben dann immer gesagt, na, wir sagen alles, was wir denken, auch öffentlich. Ja. Also ich denke, dieser öffentliche Schutz, also konkret zu sagen, was man vorhat, was man möchte, aber natürlich nicht blöd und nicht bösartig, nicht aggressiv. Also sagen, ich möchte das aufklären, diese Dinge tun wir. Also diese Öffentlichkeit war eigentlich für uns auch ein wichtiger Schutz, obwohl wir keinen Schutz hatten. Wir hatten keinen polizeilichen, wir hatten nicht die Westmedien, also ich kannte damals niemanden. Das war ein Schutz zu sagen, ich stehe dazu, ich möchte das und das machen und das können Sie mir nicht verbieten, weil in der Verfassung steht Meinungsfreiheit und so weiter. Sie haben es trotzdem gemacht, ne? Aber diese Öffentlichkeit und die Verbindung mit anderen halte ich für weiterhin auch wichtig. Und dann hat der, also Jünger hat das mal gesagt, Ernst Jünger hat gesagt, also ich kriege es jetzt nicht mehr ganz richtig zusammen, aber er hat gesagt, also zugrunde gegangen ist unsere zugrunde gegangen ist unsere Gesellschaft nicht an den Diktaturen, sondern und an anderem, sondern an dem hündischen Kriechen der Intellektuellen vor den politischen Zweckmäßigkeiten. Also sich nicht unterkriegen lassen, nicht hündisch kriechen, sagen, was ist. Also mit den drei Worten ist eigentlich vieles. Also ich würde das vielleicht doch noch gerne ergänzen. Mhm. Eine unserer Taktiken war immer zu sagen, wir werden uns niemals der Methoden bedienen, die unsere Gegner gegen uns anwenden. Ja. Und genau das ist jetzt auch wichtig. Wenn die schäumen und hassen und hetzen, sollte von ihrer Seite sowas niemals kommen. Sondern immer ruhig bleiben, immer sachlich bleiben. Denn je mehr die hassen und hetzen, desto mehr entlarven sie sich auch selber. Und das merken die Leute auch. Mhm. Ja? Und also nicht nach dem Prinzip, die keilen jetzt und wir keilen zurück. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft nochmal. Wir haben es als Partei, die sich der Propagandamedien, der Qualitätspresse nicht bedienen kann, nicht in der Hand, die Eskalationsspirale zu stoppen. Es sei denn durch solche nützlichen Hinweise, dass wir einfach sagen, wir drehen aber bei der Eskalationsspirale nicht mit, indem wir quid pro quo vergelten und jede Tat mit Gleichem vergelten. Ich denke, das ist absolut richtig. Sie entlarven sich selbst. Die Angst wird jetzt so groß, sie entlarven sich selbst. Paul, ich hatte zunächst noch eine Wortmeldung hier vorne, bitte. Ich möchte kurz anknüpfen an das, was Frau Barbe gerade gesagt hat, zu der Äußerung von Peter Michael Diestel und seiner Rentenversicherung. Stefan Branden hat ja im Plenum auch schon mal gesagt, der größte Fehler war es, dass dieser Misthaufen 1990 nicht aufgelöst worden ist. Auch für mich einer der schwersten Fehler, die begangen worden sind. Da gibt es ja nun über die ganze Zeit Äußerungen, dass die SED-Kader, das ist die SED und die SED-Kader insgesamt, zu viel Wissen und damit zu viel Druckmittel über die damaligen aktiven Politiker, die ja teilweise auch heute noch aktiv sind, hatten und das deshalb nicht geschehen ist. Haben die Untersuchungen in den Enquete-Kommissionen dazu etwas ergeben? Nö. Dazu hat ja Vera schon gesagt, ist ja nicht offengelegt worden, was hier im Westen los gewesen ist. Ne? Und die anderen können sich immer rausreden, wer jetzt im Bundestag ist, ich muss es nicht tun. Und jetzt kommt es darauf an, ob die Fraktionen das jetzt mal aufgreifen und sagen, wir lassen uns überprüfen und wir werden diesen Antrag erneut stellen, alle Bundestagsabgeordneten der Vergangenheit zu überprüfen. Ich meinte auch, dass die eventuell gedroht haben oder unterflächig gesagt haben, wenn ihr uns auflöst, dann rücken wir mit dem raus, was wir über euch wissen oder sowas. Hat es solche Wir haben doch genau deshalb die Stasi-Aktenöffnung durchgesetzt, weil wir nicht wollten, dass das Wissen, was die gesammelt haben, ihr exklusives Geheimwissen blieb, sondern jeder das einsehen konnte. Das war genau aus diesem Grunde. Und andere, also damals noch, ich weiß noch, Lech Walesa und Václav Havel, die haben uns ja am Anfang alle für verrückt erklärt.
Und haben gesagt, das dürft ihr nicht machen, diese Büchse der Pandora dürft ihr nicht öffnen. Und bei denen ist es nämlich passiert, dass dann die Stasi aus ihrem exklusiven Geheimwissen die Leute aus dem Dunkeln abschießen konnte. Und die haben dann relativ schnell auch alle ihre Stasi-Akten geöffnet. Das war das wirksamste Mittel, um die Stasi zu entschärfen. Oder haben wir? Ich möchte Ihnen in einem Punkt widersprechen, den Sie gerade erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob Sachlichkeit alleine die richtige Methode ist. Denn jetzt sitzen Sie beide hier, und Ihr Leben insbesondere habe ich nun schon in den letzten 30 Jahren so ungefähr immer wieder mal mitverfolgt. Und wenn Sie ehrlich sind, muss man doch sagen, dass diese ganze Aufarbeitung, was den Normalbürger in Deutschland anbelangt, gescheitert. So, und dass es vielleicht auch daran lag, dass man zu sachlich war und dass man, ich möchte nicht sagen, mit gleichen Mitteln arbeitet, aber meine Frau kommt aus Brandenburg und hat das in viel milderer Form erlebt, was Sie so immer geschildert haben. Aber natürlich sind das ja enorme menschliche Verletzungen. Und wenn man das, was Sie von Längstheit und Sie auch, Frau Barber, erwähnt haben, wie eine Einzelperson da über die Zeit zerlegt wird, organisiert, geplant, wissenschaftlich fast, dann stand man doch damals bei der Eröffnung der Akten davor, muss doch fassungslos gewesen sein, bis hin zu der eigene Ehemann, Staatsmann und so weiter. So, das heißt, diese Empörung, die muss man meines Erachtens auch transportieren. Dass es ja ein ungeheurer Vorgang war, das menschliche Leben eines Einzelnen so organisiert zu zersetzen. Das ist das eine. Und das Zweite, was den Westen anbelangt, auch da ist die Arbeit ja erfolgreich getan worden. Nicht, weil man nichts wusste. Sie haben eben Manfred Stolpe erwähnt. Manfred Stolpe war der Verbindungsmann der evangelischen Kirche, und wir wissen, für wen er noch gearbeitet hat, oder hauptsächlich, zur westlichen Kirche. Was viele in Deutschland nicht wissen, Sie wissen es natürlich, ist, dass der sogenannte Freikauf von Häftlingen nicht durch eine Direktüberweisung der Bundesregierung an die DDR-Regierung erfolgte, sondern über die Kirchen. Das heißt, die evangelische Kirche zum Beispiel hat von der Bundesregierung eine Summe X bekommen für eine Anzahl X Personen und dieses Geld sollte über das Kirchenkonto dann in die DDR laufen. Und was hat der damalige EKD-Vorsitzende Herr Schmude, draußen tagt ja gerade die SPD, gemacht? Die haben in Hannover Computer eingekauft, die auf der Comic-Con-Liste standen, also nicht in den Ostblock exportiert werden durften. Und Herr Stolpe ist mit einem kleinen Barkas durch das Täuchen in der Mauer gefahren und hat diese Sachen in Hannover abgeholt. Der Fahrer übrigens ist, nachdem die Sache ruchbar wurde, auf merkwürdige Weise ums Leben gekommen. Das wissen wir heute alle. Und wir wissen auch, dass Herr Baum, Ehrenvorsitzender der FDP, Stasi-Mann war. Nachdem Herr Mischnick verstorben war, FDP, großes Licht bei den Liberalen, kam die Frage, ob Mischnick Stasi-Mann war, ja oder nein. Es gibt noch ein paar andere Figuren. Wir haben im Grunde genommen auch von der westlichen Seite her nichts dazu getan, spätestens nachdem die Rosenholz-Dateien wieder zurückgeliefert wurden, übrigens natürlich auch entsprechend gesäubert von den Amerikanern. An Joschka Fischer finden Sie nicht in dieser Datei. Weiß man noch gar nicht, da kommt doch keiner ran. Fragen Sie mal die Amerikaner. So. Aber wir haben im Westen eben auch viel zu wenig Druck gemacht, um die Leute, die enge Verbindungen in die DDR hatten, im Nachhinein ihre Geschichten aufzudenken. Und das halte ich auch für einen Fehler und da nachzuhaken. Ich bewundere nicht nur Ihren Mut, ich nehme das jetzt persönlich, wenn Sie sagen, die AfD sollte sich darum kümmern, dann gebe ich Ihnen völlig recht. Das haben wir im Grunde genommen viel zu lange nicht gemacht. Carsten Hilse. Ja, also eins auch von mir. Ich bin so ein Typ der klaren Worte und ich verpacke die nicht in Beleidigungen, aber in Wahrheiten. Ne? Also wenn ich sage das auch im Bundestag ganz klar, das sind Neostalinisten, das sind Neosozialisten und die wollen die dritte sozialistische Diktatur auf deutschem Boden etablieren. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Und verwenden dazu natürlich verschiedene Methoden. Einerseits eben Klimapakete, um Planwirtschaft, Mangelwirtschaft einzubringen.
Dann natürlich werden Dinge verschleiert, das konnte ja die SED auch sehr gut. Aber was mich ein bisschen erschüttert hat heute, also nicht hier, sondern ich habe heute zugeschickt bekommen, ein Video, das müsste auch für jedermann sehbar sein, ich habe es auch veröffentlicht, dass auf einer Klausurtagung der Linken man wirklich da schwadroniert hat, eigentlich eine Fragestellerin, die hat dann über das Klima debattiert und hat gesagt, naja, nach der Revolution, auch wenn wir die 1% der Reichen erschossen haben, müssen wir dann trotzdem noch heizen, und ging dann so drüber. Der Herr Beutin, also ein Abgeordneter der SED hier im Bundestag, hat dann so vor sich hingegrinst, und der Herr Rixinger auf der Bühne hat dann einfach nur das bisschen relativiert und hat gesagt, naja, erschießen werden wir sie nicht, aber wir werden sie einer nützlichen Arbeit zuführen. Also wir wissen alle, was das bedeutet. Und das ist so absurd, mit welcher Frechheit und mit welcher Dreistigkeit, also auch wirklich diese Ideologie wieder hoffähig gemacht wird. Und wenn Herr Gysi dann bei seiner Aschermittwochrede sagt, ja, wir haben ja immer Gutes gewollt, das ist ja das, was der Kommunismus grundsätzlich gemacht hat. Ich habe schon als Kind oder als Jugendlicher habe ich mich schon gefragt, Diktatur des Proletariats, aber wir sind doch eigentlich eine Demokratie, wieso kannst du da eine Diktatur geben? Ja, das ist ja letztendlich nur die Übergangslösung, und danach wird es allen gut gehen und dann sind wir alle selig. Also mich erschüttert das, und ja, und deswegen nochmal an Sie beide nochmal die Frage, wie weit sind wir denn schon? Also in der Etablierung also einer Demokratur, letztendlich ist ja das nichts anderes, man lässt sich wählen und dann herrscht man diktatorisch. Wie weit sind wir denn schon? Ist natürlich eine rhetorische Frage und oder eine philosophische Frage. Ja. Ich kann es nur wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir sind nach meiner Meinung und Analyse bereits in der Gesinnungsdiktatur. Und ich weiß, dass das von vielen abgelehnt wird, weil die eben das Bild einer klassischen Militärdiktatur oder so weiter im Hinterkopf haben und nicht so richtig realisieren, dass sich ja die Welt weiterentwickelt hat und dass man diese klassischen Methoden, die die Diktaturen vergangener Zeiten noch anwenden mussten, jedenfalls im Westen gar nicht mehr braucht, weil da hat man dann beim Mittelalter Anleihen angenommen, ja, gefürchteter als die Todesstrafe war im Mittelalter für vogelfrei erklärt zu werden. Und genau das macht man heute wieder. Man erklärt ganze Bevölkerungsgruppen, also nicht nur die AfD, sondern ganze Gruppen der Bevölkerung zu Unberührbaren. Die nicht im Restaurant bedient werden sollen, mit denen man nicht reden soll, die nicht Wellnessurlaub in den Hotels machen sollen oder überhaupt kein Hotel kriegen sollen, Auftritte öffentliche sowieso nicht. Und das ist das Instrumentarium einer neuartigen Diktatur, in der wir uns bereits befinden. Und da ist die Frage, was macht man dagegen? Und da haben sich, also mit dem, was Sie jetzt geschildert haben, mit dieser Dame hat sich ja die Linke ein richtig schönes Eigentor geschossen, einen Tag vor der Wahl von Bodo Ramelow. Das geht nämlich jetzt die sozialen Netzwerke rauf und runter, und selbst die Welt hat das inzwischen schon aufgegriffen. Also wahrscheinlich nicht nur die Welt, sondern auch noch andere. Ja. Und das heißt, man hat immer noch das Instrumentarium gegen die Diktatoren in der Hand. Man muss, und das sollte sich die AfD vielleicht auch überlegen, ob sie von den Qualitätsmedien hat sie sowieso nichts zu erwarten. Aber es gibt ja auch noch die freien Medien, und die sind nicht ganz wirkungslos, ne? Was früher für uns das Westfernsehen war, sind wir heute als freie Medien für die Bevölkerung.
Ja, das sage ich auch immer. Es sind nicht nur die Schweizer Medien. Wir haben wunderbare alternative Medien. Ich denke aber auch, sich für die Bevölkerung einzusetzen mit ihren existenziellen Fragen, halte ich für wichtig. Und zwar denke ich, dass Polen ein sehr gutes Beispiel liefert. Die Politik der PiS-Regierung, sich um die wirklichen Belange der bei uns mit dem abwertenden Begriff der Abgehängten zu beschäftigen, das halte ich für wichtig. Sie haben eine vernünftige Familienpolitik gemacht. Sie haben gesagt, diese Globalisierung, wie sie vielleicht in England bei Thatcher eine Chance gehabt hätte, das trifft bei uns nicht zu, das trifft die Falschen, die müssen darunter leiden. Diese Politik, also eine wirkliche Sozialpolitik für die kleinen Leute, vor allen Dingen Familienpolitik, Rentenpolitik, halte ich für wichtig. Und man darf auch nicht unterschätzen, ich habe hier von einem Bekannten, der Historiker ist, auch mal ein paar Aussagen bekommen. Die Wohnungsfrage, die Mietendeckel-Geschichte, das ist nämlich eine Klassenfrage. Hier sagt nämlich jemand, die sozialen Kämpfe um die Wohnungsfrage machen die Klassenfrage sichtbar. Und mit dem Mietendeckel gelingt es uns, eine Klassenauseinandersetzung von links zu führen und zu polarisieren, ohne dass irgendwo fett Klassenkampf draufsteht. Ja? Dann eine Politik machen, die wirklich der Bevölkerung nützt und nicht, dass es meiner Tochter heute so geht, wie es mir in der DDR gegangen ist. Keine Wohnung, nichts, gar nicht. Damals konnte man sie nicht, gab es sie nicht, weil sie kaputt waren und unser oberster Dachdecker ja nicht in der Lage war, Dächer zu decken. Und heute gibt es sie nicht, weil sie zu teuer sind, weil nicht genug gebaut wurde. Und was man auch thematisieren muss, gerade bei der Mietengeschichte, die SED und die SPD in Berlin haben von 2001 bis 2011 eine große Koalition gemacht. In der Zeit haben sie nicht eine einzige Sozialwohnung gebaut. Sie haben Land verscherbelt, sie haben Häuser verkauft und jetzt stehen sie da und zeigen mit dem Finger auf andere. Warum ist das bei keiner Mietendiskussion überhaupt im Bundestag jemals zu hören gewesen? Verstehe ich nicht. Also diese Dinge müssen berücksichtigt werden und das muss man aufgreifen. Welche Fragen nutzt die SED als Klassenfrage? Die Aufgabe der SED, der AfD ist es, als richtige Opposition die Regierung zu kritisieren und diese Dinge auch öffentlich anzuprangern. Meine Sichtweise und das, was Vera gesagt hat. Ja, das ist im Grunde genommen schon ein hervorragendes Schlusswort mit Blick auf die Uhr. Wir haben etwas später angefangen, deswegen haben wir auch etwas länger gemacht. Offen bleiben natürlich viele Fragen, die wir jetzt heute gar nicht haben stellen und natürlich auch nicht beantworten können. Eins ist sicher, es besteht die Gefahr einer erneuten, wie auch immer gearteten Diktatur. Inwieweit sie jetzt schon fortgeschritten ist, etabliert ist oder wo noch die Steigbügel gehalten werden, das werden wir wahrscheinlich in der geschichtlichen Retrospektive dann genauer analysieren können, wenn wir Zugang haben werden zu allen Fakten. Apropos Fakten, die Diebe, die uns die Demokratie im Moment stehlen, sind die, die am lautesten rufen, haltet den Dieb und damit mit ihren Fingern auf die einzige Oppositionspartei, die dem nationalen Parteienblock mittlerweile aller anderen Parteien gegenübersteht, die im Moment keine anderen wichtigen Themen zu haben scheinen, als wie können wir den politischen Gegner am effektivsten mundtot machen. Also man hetzt die Massen auf und wir, die es bemerkt haben, dürfen die Akteure damit nicht durchkommen lassen. Wie wir das im Einzelnen machen können, bleibt auch noch strategisch zu erörtern. Aber was ich jetzt persönlich aus dem heutigen Abend unbedingt mitnehme, ist es, dass ein Schlüssel dazu sein wird, die DDR zu verstehen. Nur damit kann man meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach eine erneute Spaltung und eine Neuauflage dieser Spaltung effektiv vermeiden. Vielleicht war der heutige Abend ein kleiner, aber wichtiger Schritt in diese Richtung und ein Schritt auf einem Weg, den wir auch fortsetzen wollen. Ich habe die große Ehre, eine Folgeveranstaltung direkt anzukündigen. Der AK Menschenrecht wird direkt am 10.3. weitermachen. 30 Jahre DDR Volkskammer, Entwicklung der Parteienlandschaft. Also das ist definitiv ein Thema, an dem wir dranbleiben wollen. Nicht nur informatorisch, sondern eben auch mit aus dem heutigen Abend destillierten Initiativen, Fragen und so weiter. Ich glaube, da sind wir uns recht einig. Und ich bin begeistert, dass wir
auch noch Frau Lengsfeld haben bitten können, die ein neues Buch vorgestellt hat, was noch gesagt werden muss. Davon hier ist es. Hier ist es. Das ist der Werbeblock. Das ist jetzt der Werbeblock im Abspann, genau. Also die Veranstaltung ist im Prinzip zu Ende. Wir befinden uns jetzt im Abspann und haben unseren Werbeblock noch. Ja, Frau Lengsfeld. Das sind meine Kommentare zum Zeitgeschehen. Wenn Sie noch die eine oder andere Frage haben, finden Sie hier drin vielleicht die Antwort. Wir haben ein paar Bücher hier, also falls jemand Interesse hat. Frau Lengsfeld ist noch eine Weile da und wird da noch kundig mit Rat und Tat zur Seite stehen, was diese Bücher anbetrifft. Ich habe noch ein ganz, ganz großes Dankeschön auszurichten an meinen Büroleiter, der mit ganz, ganz viel Energie und vor allen Dingen Herzblut und Berufung an diesem Thema dran ist. Entstanden ist dieser Abend eigentlich aus deiner Autorenschaft. Und das möchte ich jetzt doch auch noch mal sagen, wenn wir schon im Abspann und im Werbeblock sind. Mein Büroleiter, der Herr Prade, hat auch ein wunderbares Buch geschrieben. Umbruch an der Uni heißt das. Das sich mit Geschichten aus dem Tagesgeschehen der ehemaligen DDR befasst. Und wer also wissen möchte aus erster Hand auch, wie es denn damals so war, auch an der Uni, kann gerne auch nach diesem Werbeblock und der Verabschiedung sich mit Holger, der auch noch eine Weile da ist und auch ein paar Exemplare seines Buches dabei hat, gerne auseinandersetzen. Dann habe ich mich zu bedanken bei meinen wertvollen Gästen. Ohne sie wäre der Abend in dieser Form natürlich nicht möglich gewesen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Bereitschaft und auch die Berufung, die Sie ja verspüren weiterhin. Sie könnten sich ja auch zur Ruhe setzen, locker zurücklehnen, die Füße schaukeln und sagen, ja, gucken wir mal. Das tun Sie aber nicht, sondern Sie verwenden wirklich jede freie Minute darauf, einen erneuten Unrechtsstaat abzuwehren, und dafür gebührt Ihnen ein besonderer Applaus. Applaus